Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paper Mario 2, die Legende von Meontor. Beim letzten Mal sind wir hier in den Katakomben stehen geblieben, nachdem wir den Stachelschild erhalten haben. Reden jetzt nochmal mit Funkelbart. Und gucken, was er so für Orden noch hat, der Funkelbart. Kraft Plus kostet doch sicherlich auch 7 oder 14 oder so. Wie viele? Ja, komm. 6 OP war es, glaube ich. Habe ich da gerade gelesen. So. Und jetzt können wir hier durchrollern. Was ist da oben? Ach, da ist diese komische Kneipe, genau. Und dann kommen wir hier lang, wohin? Ah ja, hier, genau. Also im Prinzip ein lockerer Weg in die Duellkerker. Ah, mir fällt gerade ein, wo ich noch eine Insignie herbekomme. Ja, und ich habe geguckt, woher ich das Upgrade bekomme. Das dauert noch ein bisschen. Ich würde erstmal mit allem hier drumherum weitermachen. Also nicht. Moment. So. Rangus auf Fuß! Auf Fuß! Du darfst dich entfernen. Ja. Was kann Barbara jetzt? Feuerzauber. Ja, der ist gut. Damit meine ich jetzt hier Geschichten anhören, der Hinkepunk da oben, oder wie der Typ hieß. Warte mal, wie kam ich nochmal da hoch? Also, glaube ich. Ja. Ups. Mit dem Typen da oben will ich nochmal reden. Ah ja. Puh. Ja, toll. Aber nee, hier war es nicht, wo ich rüberkomme. Dann war es wohl doch da vorne. Ah ja, stimmt, da komme ich aufs Hausdach und ja, okay. Also mit diesem komischen Künstler da oben will ich reden. Hör, was ist denn? Neulich ist ja einer von Dach zu Dach gesprungen. Mann, das sah toll aus. Allerdings denke ich, vielleicht war es ja ein Dieb. Er könnte sich durch die Schornsteine einschleichen. Na, hier. Zum Beispiel kann man zum Beispiel reinrollen. Mit dir wollte ich reden. Sei gegrüßt. Möchtest du einen Teil der Rohlinger Legende hören? Diese hätte ich anzubieten. Die Sternjuwelen. Der Teil über die Sternjuwelen kostet dich 5 Münzen. Der Dämon wurde getrieben von der Gier nach immer mehr Macht. Daher schuf er die Sternjuwelen, Edelsteine, denen die Kraft der Sterne innen wohnt. Diese Sternjuwelen verteilte er in aller Welt und herrschte mit ihrer Hilfe. Übrigens soll es im Feuertal eine Burg geben, wo eines der Sternjuwelen versteckt ist. Der große Kampf. Der Teil über den großen Kampf kostet dich 5 Münzen. Die Kräfte, über die der Dämon der Finsternis dies verfügte, waren unvorstellbar. Aber der Gumma fand heraus, dass diese Kräfte den Sternjuwelen zu verdanken waren.
So entwickelte er eine Taktik, sie selbst zu nutzen, um den Dämon zu vernichten. Die vier Helden vereinten also ihre Fähigkeiten. Die Magie des Buhus und die übernatürlichen Kräfte des Todes verwirrten den Dämon für einen kurzen Moment. Diesen nutzte der wackere Cooper, um sich die Kraft der Sternirwählen einzueignen. Und so konnten sie dem unbesiegbaren Dämon starken Schaden zufügen. Der Teil über die Seele des Dämons kostete dich 5 Münzen. Aber sie konnten den Dämon nicht besiegen und der Kampf fand lange kein Ende. Der weise Goomba fand heraus, dass es mittels der Sternhüwelen möglich ist, den Dämon auch unbesiegt für alle Ewigkeit zu versiegen. Die Helden stimmten zu, vereinten nochmals ihre Kräfte. Und mit der geballten Macht des Sternhüwelen gelang es ihnen endlich, die Seele des Dämons in den Tiefen des Palastes einzusperren. Nur die vereinte Kraft der Sternhüwelen würde dieses Siegel brechen können. Der Ort, an dem der Dämon seinen Palast hatte, wurde hernach gemieden. Die Menschen hielten diese Gegend lange für verflucht. Aber nach langer, langer Zeit geriet der Dämon völlig in Vergessenheit. Arme Fischer und geflohene Diebe siedelten sich an dem Ort an und schließlich entstand daraus die große Hafenstadt Rohlingen. Die Bewohner glaubten zwar, dass in den Katakomben ein alter Schatz versteckt sei, aber in Wahrheit ruht dort noch immer die Seele des Dämons. Brolk. Boink. Upsala. Ah, da ist die Mauer. Ehe ich mich hier verkugel und aus Versehen vom Dach stürze, mache ich es lieber so. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts verloren, verschwindet. Also los, verschwindet. Aber erstmal nehme ich deine Insignie mit, ne? Das war übrigens nicht die Insignie, von der ich meinte, dass ich weiß, dass du da ist. Ihr habt hier nichts verloren, verschwindet! Ja, ich mache ja schon. Genau, die Jobbörse, die mache ich jetzt erstmal nicht. Weil ich weiß, wie ich einen der Jobs mit etwas anderem kombinieren kann, aber dazu sind noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Mein Name ist Schraub. Da er mich auf Knien angefleht hat, habe ich ihm die Maschine geliehen. Dieser verdammte Mistkerl. In Sekundenschnelle hat er die Maschine völlig ruiniert. Bis ich die 5000 Münzen für die Reparatur zurückhabe, weiche ich nicht von ihm. Ich komme gerade von der Isla Vanilla und stell dir vor, da habe ich schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Ich wette, so aufregende Abenteuer erlebst nicht mal du. Soll ich dir davon erzählen? Also, welche Geschichte willst du dir anhören? Also, das ist eine lange Geschichte. Unser Schiff erreicht die Isla Vanilla und wir hörten etwas. Habe ich die so gesprochen? Er war irgendwie quäkig, aber ich glaube anders. Wir hörten einmal einen gewaltigen Lärm auf der ganzen Insel. Auf dieser Insel werden jeden Tag Autorennen veranstaltet. Und der Sieger im Rennen wird zum König gekrönt. Wir kommen genau zur Preisverleihung an der Strecke an. Und die Trophäe für den Sieger ist ein Pokal. Und die Verzierung ist ein Stück von dem Wunderkompass. Ich muss also unbedingt an den Rennen teilnehmen. Einen Kart bin ich ja schon öfter gefahren. Und gar nicht schlecht. Aber diese Wagen haben viel mehr Power als so ein Kart. Außerdem sind sie bewaffnet. Raketen, Bazookas, alles. Atombomben. Als ich das sehe, wird mir doch ein wenig mulmig. Aber jetzt, ich reiße mich zusammen. Ich muss an so einem Rennen teilnehmen. Und dann kommt der Tag des Rennens. Meine Kiste ist absolut mega stark, wie sie am Start steht. Smaragdblitz, so heißt das Gerät. Beim Start gebe ich sofort Gas wie ein Besessener. Aber ich bin noch im Rückwärtsgang. Ich setze den Smaragdblitz rückwärts gegen eine Mauer. Ich bin Letzter und mein Wagen ist Schrott. Aber dann
Kurz hinter dem Start krachen alle anderen Wagen ineinander. Und so schaffe ich es dann doch noch, das Rennen zu gewinnen. Das neue Teil des Wunderkompasses zeigt mir wieder den Weg. Diesmal muss ich nach Sängerstadt, weit nach Osten. Und wieder höre ich diese Stimme. Die Stimme der Prinzessin. Prinzessin Eclair. Wenn ich nur den Klang ihres Namens höre, dann... Ah, ich werde sie auf jeden Fall befreien. Süße Prinzessin, warte auf deinen Retter. Also, jedenfalls bestieg ich das nächste Schiff. Und so kam ich dann wieder nach Rohlingen. Und jetzt bin ich hier. Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Genau, erstmal Luigi auf den Kopf hauen. Ups. Sieht noch gut aus. Nee, Luigi habe ich anders gesprochen. Mario. Prinzessin Eclair. Ich glaube, so ungefähr habe ich ihn gesprochen. Oh Gott. Oh, der Ausweicher. 105. Ich muss nochmal gucken, wie ich Luigi gesprochen habe. Orden. Habe ich den Ausweicher schon eingelegt? Ja. Genau, Kraft plus kostet 6. Wäre schon nicht schlecht. Ach ja, und jetzt fällt mir ein. Super Luigi. Was habe ich eigentlich an Items dabei? Oh ja. Den Schlaffikator, den hau ich weg. Der ist da. Und kann ich noch was verkaufen? Nö. Dann gucke ich aber gleich mal parallel hier im Internet nach Paper Mario 2 Rezepten. Mario Phantom Rezept. Beginne vom Eon-Tor. Pfirsich. Das ist Super Paper Mario. Nee. Tatsächlich mit einem Pfirsich alleine kann ich wohl nichts kochen. Gut zu wissen. Okay. Darauf antworte ich aber später. Ja gut, dann kann ich das mit dem Pfirsich erstmal stecken lassen. Ich hole mir jetzt erstmal die nächste Insignie der Sonne. Falsches Haus. Ich muss ins Nachbarhaus. Genau. So, nämlich hier rein. Boink. Hier im Hinterhof ist nämlich eine Insignie. Und dann komme ich hier raus. Finde ich ziemlich witzig. Okay. Achso. Ja, und jetzt kümmere ich mich darum, dass wir in der Story ein bisschen voranschreiten, damit ich mich zwischendrin um die Jobagentur kümmern kann. Ich weiß gerade nicht, an wen ich mich zuerst wenden muss. Ist er schon hier? Nee. Moin, ich gehe mal nach hinten durch, ne? Oh, hier kostet er 50. Krass. Okay, hier hat sich noch nichts getan.
Also das Kapitel mit der Isla Corsaria. Hat mal geguckt, ob hier ein Sternsplitter ist. Das Kapitel mit der Isla Corsaria hängt auch nochmal mit Al Palmon zusammen. Aber ich weiß gerade nicht genau. Wo ich ansetzen muss, um den Verlauf zu starten. Muss ich in den Hafen? Ah, stimmt, hier war ja der Typ, dem wir Geld hätten geben können. Ah, wo fängt denn das Kapitel an? Upsala. Hier wollte ich gar nicht hin. Versuche ich erstmal mit dir zu reden. Ich habe Geld im Überfluss. Es macht mich frei und frei zu sein macht glücklich. Aber warum fühle ich immer diese Leere, obwohl mein Leben so unbeschwert ist? Also, was denkst du, was mir fehlt? Los, was fehlt mir? Eine Romanze. Eine Romanze? Nein, danke. So eine habe ich mal gehabt. Da musste ich sogar meine Krawatten selber bügeln. Oh nein, das war eine E-Manze. Du meinst eine Romanze? Das könnte es sein. Übrigens, ich habe neulich von diesem Schatz des Piratenkönigs Cortez gehört. Das wäre vielleicht was, so einen Piratenschatz zu suchen. Besser als jede gefühlvolle Romanze oder was auch immer. Hast du davon gehört? Dieser Schatz soll auf der Isla Corsaria schlummern. Es wird gemunkelt, der Piratenkönig Cortez hätte ihn einst dort versteckt. Zahlreiche wackere Männer sind aufgebrochen, um den Schatz zu finden. Aber kein einziger von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Der Rachegeist des Piratenkönigs greift angeblich jeden, der sich der Insel nähert. Seitdem dieses Gerücht umgeht, wagt es niemand mehr, dorthin zu fahren. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Schatz existiert. Und ich werde es beweisen. Nicht umsonst habe ich, der große Corsario, alle 7 Meere bereist. Was? Ihr sucht einen legendären Schatz hier in Rohling? Was für ein Unsinn. An so einem mickrigen Ort gibt's doch keinen Schatz. Lasst euch doch nicht so einen Bären aufbinden. Wie kann man nur so naiv sein? Was? Ihr habt sogar eine Schatzkarte? Zeigt doch mir her. Na los, macht schon! So. Auf dieser Karte ist in die Isla Corsaria eingetragen. Ihr habt doch wohl nicht die Absicht, mir meinen Schatz zu klauen? Was? Ihr wolltet nur nach einem Sternjuwel suchen? Jetzt, wo ihr sagt, da war auch die Rede von einem Sternfamilienjuwel. Wahrscheinlich kann man es für einen Haufen Geld verkaufen, oder? Na, egal. Auf jeden Fall brauche ich ein neues Abenteuer. Was meint ihr dazu? Mir scheint, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wollen wir nicht gemeinsam zu Isla Corsaria aufbrechen? Diese Sternjuwel könnt ihr ruhig haben, aber der Rest gehört mir. Was? Ihr habt kein Schiff, um auf die Insel zu fahren? Haha, was denkt ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt? Selbstverständlich werde ich ein Schiff besorgen. Und zwar ein prächtiges. Also gut, wir haben noch einiges vorzubereiten. Ich bin auf jeden Fall der Anführer. Und du der Kapitän. Also, du kommst am besten gleich runter zum Hafen. Auf zum Hafen. Wo wir dann losgeschickt werden, um wieder woanders hin zu rennen. Ich finde es so schön, dass man da oben runter reiten kann, ne? Unsere Mannschaft. Gut, dass du da bist. Es gibt da noch ein kleines Problem. Schau dir erstmal dieses Schiff an. Ein wahres Prachtstück, was? Das ist die Corsar. Unter all meinen Schiffen ist dieses Kotzbarste. Der Anblick ihrer majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Unvergleichlich diese elegant geschwungenen Linien. Und wisst ihr, sie ist nicht nur schön, sondern auch ein schnelles und wendiges Schiff. Die Corsar ist einfach... Was?
Ihr wollt wissen, wo das Problem liegt? Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben keinen Steuermann. Er ist davongelaufen. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffes. Und die Umgebung der Isla Corsaria ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Hochverehrter Corsario. Wegen dieses Problems. Ich hätte da eventuell eine Idee. Was gibt es, Big Omp? Los, sag schon. Hier in Rohling soll irgendwo ein legendärer Seemann leben. Sein Name ist Bart Omp, angeblich ein griesgrämiger alter Kauz. Aber es soll niemanden geben, der geschickter mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen. Gut, dann müssen wir wohl diesen Bart Omp finden und für unser Vorhaben gewinnen. Für diese Aufgabe scheint mir Kapitän Mario genau der Richtige zu sein. Irgendwelche Einwände? Okay. Gut. Alles klar, gut. Okay. Alles klar. Super. Beschlossene Sache also. Mario, du wirst uns umgehend diesen Bart Omp herbringen. Kann ich eigentlich... Nee. Ist ein sicherer Aufsprung. Ja gut. Aber diese Folge neigt sich wieder dem Ende zu. Deswegen bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.